Okay. Ich bin nicht Ihr Bruder, Warford. Können Sie das nicht in Ihrer Programmierung erkennen? Mein Name ist Jake Quinlan. Also gut, Sie erkennen mich nicht. Dann bin ich wohl bis auf weiteres Covington, Warford. Ja. Wie kann ich den Ripper töten? Die Waffe sieht aus wie ein Shuriken. Sie besteht nicht aus Materie, sondern aus Energie. Um ihn zu stellen, musst du aber nach Whitechapel. Du näherst dich ihm und schleuderst sie direkt in sein Herz. Sobald er von dem Schuss getroffen ist, werden die Daten seines Engels für immer gelöscht sein. Du hast aber nicht sehr viel Zeit, dein Werk zu bestaunen, hörst du? Weil durch diesen Schuss auch gleichzeitig Whitechapel gelöscht wird. Also beeil dich. Halt dich dort nicht länger auf als nötig. Oder du stirbst mit. Keine Sorge. Ich mache mich aus dem Staub, sobald ich den Ripper erledigt habe. Warte, da sind noch zwei Dinge, die du wissen solltest. Merk dir, dass die Waffe nicht nur ihr Ziel, sondern auch sich selbst vernichtet. Das heißt, du kannst sie nur einmal, ein einziges Mal benutzen. Öfter nicht. Mit anderen Worten, entweder ich treffe das Ziel, oder es trifft mich. Da ist noch ein Problem, denn du musst schließlich erstmal an die Waffe rankommen. Ich habe sie vorsichtshalber in drei Module aufgeteilt und jedes Teil ist gut versteckt in einer geheimen Quelle. Also, die Adressen sind Pegasus, Orestes und Odysseus. Na los, schreib sie dir auf. Du darfst sie nicht vergessen. Und wenn du nach Whitechapel kommst, dann suchst du zuerst den Software-Integrator. Und damit aktivierst du die Waffe. Klar? Es empfiehlt sich vielleicht, sich die Zukunft voraussagen zu lassen. Welche Art von Elijah hast du eingefroren? Nun, ich habe es dir ganz leicht gemacht, Covington. Das sind noch ein paar von den Systemen, die du früher gebaut hast, als du noch gearbeitet hast. Du weißt also, du solltest wissen, wie du sie außer Gefecht setzt. Aha. Was ist das für eine bescheuerte Waffe? Der hat sie noch nicht mal. Meine Fresse. Haben die alle Ideen? Kanes Quelle. Nein, da will ich nicht nochmal hin. Isis Quelle. Auch nicht. Work auch nicht. Waffe 1. Das dürfte doch mal, ich würde sagen, Pegasus sein, so mit Pferd und Flügel, ne? Pegasus. Nein! Wie? Warum kann ich mit dem keine zwei... Blödes Schachspiel. Macht jetzt schon keinen Spaß. Nein. Okay. Okay, kann ich gar nicht ziehen. Interessant. Warum nicht? Ist das ein blödes Spiel? Nein, will ich nicht, danke. Stehen eigentlich alle ganz gut so. Warum kann ich damit denn nichts machen? Okay, damit kann ich auch nichts machen. Dann bewege ich mich mal. Das ist interessant, dass ich die kein Stück weit bewegen darf. Das ist doch total dumm.
lieb. Ach man, funktioniert doch gar nichts. Ich zieh einfach mal hin und her. Nein, dann nicht. Macht keinen Sinn. Tja. Ziehen fällt vor. Also dieses Spiel macht mal null Sinn. Ich dachte mal, da sollte eine Art Schach sein. Ist das blöd? Also gut. Ich komme mir so leise vor. Naja gut, wie dem auch sei. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Ha. So, also. Komisches Schachfeld, ich weiß Bescheid. Ich wünschte, ich hätte ein wenig Aspirin dabei. Naja. Na, kann ich hier eigentlich überhaupt noch irgendwas anklicken? Ja, toll. Ah. Okay. So. Ich möchte immer noch wissen, wo ich damit hinziehen kann. Das ist doch lächerlich. Also es sind keine Springer, es sind keine Türme und es sind keine Läufer und Damen sowieso nicht. Was soll das? Macht doch wenig Sinn. Oh Mann. So. Ich hab gewonnen. Ihr habt's alle gesehen. Ist das dämlich? Wenn es wenigstens eine vernünftige Schach-Engine wäre. Waffe 2. Orestes oder so ähnlich, ne? Tatsache. Ohu. Spiel, du wirst immer lauter. Scheint mir zumindest so. Ja, ist ja gut. Was geht jetzt hier ab? Ah, oh, nö. 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 Au! Aha! Nix! Okay. Hi, ich hab dich auch lieb. Ey, stirb. Warum schieße ich dir sonst auf das komische blaue Ding auf den Kopf, hä? Aua. Tripp hier doch einfach, Vieh. Nein, nein, treffen, 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 treffen. Ja, genau. Hui, das hat mal funktioniert. Ich bin total begeistert. Ist ja phänomenal, ist das ja.
Cool. Okay, alles klar. Nun den ganzen Weg zurück zu... Ja, da wollte ich auch nochmal hin. Aber erst wollte ich zur Waffe 1. Waffe 3. Meine ich ja. Das war jetzt Odysseus. Odysseus. Nein. Wieder so ein komisches Shooting Gallery Thing. Muss ich wieder irgendeinen Highscore kriegen oder kriege ich jetzt einfach die Waffe? Natürlich. Nee, du. Nee, lass mal. Ist gut. Na komm. Ja. Okay, das war verhältnismäßig einfach. Ja. Kommentarlos. Das Internet ist komisch. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als es für Let's Plays und sowas... Ja, was soll's. Juhu. Also, diesmal müssen wir uns das Buch nochmal ansehen, oder wie war das jetzt? Was hat der da gesagt? Ja. Ja, ich dachte eigentlich, ich muss mir das nochmal genauer oder so, oder nee. Oder nicht, oder doch, oder vielleicht. Kennen wir auch. Okay, ich kann hier eigentlich nirgends hinklicken. Interessant. Okay, nein, das bringt uns zum Tisch, ne? Ja. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Aber hatte Gambit uns nicht geschrieben, wir sollten uns das Buch nochmal genauer anschauen? Ich meine, ich weiß es nicht, aber... So genau sah das für mich jetzt bisher noch nicht aus. Hier können wir uns auch eigentlich nichts weiter anschauen. Warum können wir uns hier eigentlich nichts anschauen? Wozu existiert dieser Screen? Erklärt mir das mal bitte jemand. Ja, hey, was bist denn du? Ein Brief vom Meister. Ja, gibt es hier noch eine Übersetzung zu, oder... Aha, aha. Wir können hier also... Okay. Zurück. Blättern. Da das Spiel ja keine Übersetzung liefert, muss ich das tun. Oh mein Gott, das wird grauslich. Ein Brief vom Meister. Ich höre unentwegt, dass die Polizei mich geschnappt hat. Aber sie werden mich nicht in Ordnung bringen. Jetzt so ein weiteres. Ich habe gut gelacht, als sie so clever aussahen und darüber redeten, mich auf die rechte Spur zurückzubringen. Steht da jetzt mir oder nicht? Ach, das ist doch alles doof. Ich lese mir das durch und gebe euch die Kurzzusammenfassung. Pö. Moment, das haben wir doch schon mal gelesen. Das ist doch das mit dem, roten Zeug und so in den Biergeschichten. So, ganz viele Messer.
Die Assassinenschlange. Oh, handgemachtes Doppelschwert. Ui, eins aus Solingen. Ich bin begeistert. Auch nicht schlecht. Aha. Okay. What the fuck? Bist du eine Filmrolle? Glüh ich lila? Bin ich bescheuert? Werd ich irre? Okay. Soll mir jetzt irgendwas sagen, nehme ich doch mal an. Okay. Naja gut, ja, das bringt uns jetzt unwahrscheinlich überhaupt nicht weiter. Gut. Ich denke, das war's. Hier.